der Liebe wird in der Tat noch schneller produziert. Es ist schon toll, wenn man in so ein Ensemble zurückkommt. Für die Nicola war es auch toll, wieder nach Hause zu kommen. Irena, wie war deine Rückkehr in die Adelsfamilie? Oh, schön. Es war wirklich wie nach Hause kommen. Also es ist schon toll, wenn man in so ein Ensemble zurückkommt und man kennt die Kollegen und man kennt alle Leute hinter der Kamera und alles drumherum. Das ist wirklich toll. Also für mich persönlich war es sehr schön und ich glaube, für die Nicola war es auch toll, wieder nach Hause zu kommen. Was hast du besonders vermisst? Diese eine Stunde betüttelt werden im Maskenstuhl, bevor es dann losgeht. Ach, das ist schon immer toll. Haare zuppeln, Haare föhnen, streichelt werden mit den Pinseln. Ja. Und was war sonst so dein Lieblingsmoment in deiner Rolle? Gibt es da irgendwie einen prägnanten Moment? Wüsste ich jetzt nicht, aber ich habe mich sehr gefreut, mit der Steffi zu drehen. Das war wirklich ganz, ganz toll. Das ist eine super Kollegin und wir haben uns super verstanden und das hat Spaß gemacht, immer. Du warst auch bei Sturm der Liebe dabei. Ja. Gibt es da irgendwie einen Unterschied von der Arbeitsweise zu Verboten der Liebe? Sturm der Liebe wird in der Tat noch schneller produziert. Also da war ich wirklich, wir sind ja einiges gewohnt, so von einem Daily-Format. Und Sturm der Liebe war wirklich so, hallo, Proben drin. Und so, okay, kann ich nochmal, nein. Ja. So heftig. Ja, und die Bilder, die einzelnen Bilder sind auch wirklich länger. Also da hatte ich immer das Gefühl, man erzählt so drei Geschichten in einem Bild. Das ist so, der eine kommt, der andere geht und dann ist immer ein neues Jahr. Das ist schon ein bisschen anders, aber es war auch toll. Wie war das Arbeiten zuletzt? Haben natürlich das Beste daraus gemacht, obwohl es natürlich zum Ende hin sehr, sehr hektisch wurde. Wärst du wieder dabei? Florian Wünsche sehen wir beim Partyprinz. Ich freue mich auf euch. Schaltet ein und gebt uns einen Daumen hoch. Wo sehen wir uns? Beim Partyprinzen. Wenn ich als Miriam bei irgendwas aufgeregt bin, dann denk dir einfach, du bist Tanja, dann kriegst du das hin. Ich konnte dich einfach nicht leiden. Ja. Das wird bestimmt hart, ich würde keiner mögen und die werden dich dissen. Haben sie auch gemacht? Jetzt ist Ende. Ihr könnt ausschalten. Geht. Ist alles okay.